Hallo Leute, ich habe mir überlegt, ich gönne mir heute eine extra Portion Feuchtigkeit und habe jetzt als zweiten Schritt zu der Gelmaske jetzt diese Sheetmaske genommen. Die werde ich auch gleich anwenden. Also die ganze, ich sag mal, Feuchtigkeit ist hier jetzt rüber. Das war vorher hier, das muss man dann so rüber schieben und dann die Sheetmaske befeuchten. Leute, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber das fühlt sich richtig gut an. Also die ganze Haut wird richtig hydrated und ich habe mir das jetzt auch auf die Hände gemacht. 20 Minuten einwirken lassen und dann strahlen. Das ist einfach nur the hydrating shit. Hallo Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ich möchte euch gerne an den VIP-Sale erinnern, der morgen startet. Und zwar geht das dann von morgen bis Freitag. Und ihr als meine Kundinnen könnt dann super coole Produkte zu einem super Preis shoppen. Wenn du noch nicht meine Kundin bist, kannst du dich gerne hierzu melden und dann erledigen wir alles Weitere. Falls du meine Kundin bist und jemanden hast, für die das interessant wäre, kannst du die Person natürlich gerne an mich weiterleiten bzw. eine Empfehlung für mich aussprechen. Da freue ich mich natürlich drüber. Der Duft hier, Leute, das ist einfach nur, also es erinnert mich einfach an so eine Meeresbrise. Das ist so schön und Urlaub und diese Vorfreude auf den Urlaub, das ist einfach so, ja. Plus die Handcreme. Also ich weiß nicht, mittlerweile ist es bei mir auch mit den Handcremes so, dass ich die nach Lust und Laune benutze. Die zum Beispiel, das ist auch so ein Island Mist und Jasmin Flower. Das riecht auch so schön sommerlich und da kommt einem richtig gute Laune auf. Die Farbe sieht ja auch wie die Sonne. Plus die Sonnenschutz natürlich, also Sonnenschutzcreme. Und dieser Körperspray erinnert mich auch an so eine Frühlingsbrise. Den mache ich auch so zwischendurch. Das ist wirklich so eine Aromatherapie und richtig, richtig mega Duft. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag und ich freue mich auf morgen und auch auf die kommende Woche.